Die Finanzmärkte scheinen derzeit nichts aus der Ruhe bringen zu können. Die geopolitischen Spannungen, beispielsweise in Nordkorea, Türkei, Nordirak, beispielsweise auch die Ankündigung der FED, die Anleihenbestände abzubauen, nunmehr peu à peu in den kommenden Monaten und Jahren. Und auch die Wahl in Deutschland blieb an den Börsen nahezu unbeachtet. Wollen wir darüber sprechen? Jawohl, mit Dieter Hemmle, Vorstand der Capitell AG und dort für das Portfolio-Management zuständig. Herr Hemmle, wie beurteilen Sie denn die aktuelle Lage? Sind die Börsen vielleicht ein bisschen zugelassen? Das ist eine spannende Frage, denn genau dieses Thema wird momentan in Fachkreisen sehr intensiv diskutiert. Wir haben eine sehr konträre und unübersichtliche Situation derzeit. Schauen wir beispielsweise auf typische Risikoparameter, beispielsweise die sogenannten Credit Spreads, also die Aufschläge bei hochverzinslichen Anleihen, dann sehen wir natürlich schon, dass da eine extreme Gelassenheit schon wieder in den Märkten da ist. Auch die Volatilität, die Schwankungsintensität an den Märkten ist extrem und historisch gering. Häufig ein Signal für zu große Sorglosigkeit und das ist häufig gefährlich. Und auf der anderen Seite sehen wir eben sehr wohl, dass die Märkte, die Aktienmärkte vollkommen auch unbeschadet solcher geopolitischen Spannungen eben entgegensehen. Und von daher ist es momentan ein sehr schwieriges Thema, was das Thema der sogenannten Sorglosigkeit angeht. Und da machen wir uns intensiv Gedanken drüber. Auf der anderen Seite haben wir, ich habe es kurz angesprochen, die Notenbanken. Janet Yellen auf der FED-Seite hat schon angekündigt, geordnet aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. Jetzt müssen wir warten. Ende Oktober ist es soweit, was Mario Draghi und die EZB vorhaben. Fehlt dann aber möglicherweise nicht den Aktienmärkten die Liquidität, um weiter steigen zu können, Herr Hemmle? Ja, also wenn man sich das mal von der Historie her anschaut, als diese geldpolitischen Bazookas, also diese Geldschwemme von der Notenbank angestoßen worden ist, da haben in der Tat die Aktienmärkte dann auch sehr positiv reagiert. Insofern muss man sich bewusst natürlich schon die Gedanken machen, wenn das nun ausbleibt oder gar die Notenbanken den Märkten Geld entziehen, hat das nicht im Umkehrschluss die gleichen negativen Faktoren. Nun haben wir allerdings momentan noch ein stetiges Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Das sieht ganz gut aus. Und häufig laufen auch solche Trends etwas länger, als man glaubt. Das hatten wir auch beispielsweise schon 2006, 2007 gesehen. Damals war schon, also hatten wir intensiv analysiert, dass hier an den Märkten etwas schief läuft. Thema Hypothekenbankkrise, Hypothekenkrise in den USA. Aber die Märkte neigen dazu, lange solche Themen noch zu ignorieren. Und das ist dann eine Zeitphase, in der man als Vermögensverwalter besonders wachsam sein muss, um zu erkennen, wann schalten die Ampeln auf Gelb und dann auf Rot um. Börsen steigen auch dann ganz gerne, wenn Wachstum da ist. Das könnte ein bisschen zurückgehen angesichts der strafferen US-Geldpolitik. Wir sehen auch in der Folge einen schwachen US-Dollar, sprich also einen starken Euro. Könnte sich das durchaus negativ auf das Wachstum in Europa auswirken? Ja, wir sehen inzwischen bei den ersten Unternehmen, dass sie ihre Gewinnziele nicht ganz erreichen und häufig erscheint da der US-Dollar als eine Begründung von den Unternehmen, weswegen sie ihre Guidance für 2017 eben allenfalls am unteren Rand oder nicht ganz erreichen. Das ist natürlich schon ein Punkt. Wenn so ein Dollar einfach mal um 15% abwertet, dann fehlt das natürlich unmittelbar auf der Ertragsseite. Und bei einzelnen Unternehmen, da muss man sich das Geschäftsmodell genau anschauen. Es gibt nämlich auf der anderen Seite auch wiederum Unternehmen, die sind davon weit weniger betroffen, obwohl sie auch stark exportieren. Dort aber vor allem das Maintenance, beispielsweise bei Industriegütern, häufig die Unterhaltungs-Maintenance Geschäft viel wichtiger ist als der Absatz des Produktes. Man kennt das ja durchaus von den Druckern und von den Druckerpatronen. Da ist auch die Druckerpatrone wichtiger als der Drucker selber. Und so ist es eben auch bei vielen Industriegütern, dass an der Wartung und an der Unterhaltung der Industriegüter wesentlich mehr verdient wird. Und da muss man sich das Geschäftsmodell im Einzelnen anschauen, wie stark der Dollar eben überhaupt das sich bemerkbar macht. Wie ich aus all unseren Interviews in der Vergangenheit weiß, sind Ihnen die Indexstände nicht ganz so wichtig. Deshalb wollen wir heute auch gar nicht darauf schauen, dass der DAX es gerade geschafft hat, über die 13.000-Punkte-Marke zu steigen. Sie schauen vielmehr auf vielversprechende Geschäftsmodelle. Welche Trends, welche Modelle machen Sie da aktuell aus, die besonders interessant auch mit Blick auf 2018 und darüber hinaus sind?
Ja, es wird in der Tat schwieriger nach 8 Jahren Hose an den Märkten. Wir schauen aktuell beispielsweise wieder verstärkt auf die Schwellenländer, wo es hier interessante Regionen und Märkte gibt. Denn gerade hierzulande mit den defensiven Geschäftsmodellen von typischen Wachstumsunternehmen, da gefallen uns inzwischen die Bewertungen schlichtweg nicht mehr so gut. Da sind wir zunehmend skeptisch und sind eher hier mit Rosinenpickerei unterwegs, wo wir einzelne Unternehmen, die wir sehr gut durchschauen, die sehr transparent auch berichten, da können wir noch fündig werden. Ansonsten, wie gesagt, die Schwellenländer. Und ansonsten sind wir insgesamt auch etwas vorsichtiger inzwischen unterwegs. Und wo sind Sie besonders kritisch, Herr Hämle? Wo sollte man die Finger von lassen aus Ihrer Sicht? Gibt es da auch Dinge, die Sie vielleicht nicht anrühren würden? Ja, also ich denke, gerade im aktuellen Umfeld wird ja häufig das Thema Bitcoin überstrapaziert. Und da gibt es sehr kontroverse Meinungen dazu. Jüngst hört man häufig sehr positive Meinungen, auch aus der Vermögensverwalterbranche. Wir sind keine Freunde davon. Und zwar, das hat einen ganz klaren Grund. Wir sind auf Transparenz fokussiert. Wir wollen genau wissen, was wir haben letztendlich, wie fundamental etwas untermauert ist. Und Bitcoin halten wir für eher spekulativ. Und wir halten es auch deshalb für nicht so nachhaltig, weil wir befürchten, dass wenn der Bitcoin zu erfolgreich wird, dass er dann den Notenbanken und auch den Staaten, was Transparenz, Geldwäsche und solche Themen angeht, dann ein Dorn im Auge wird und dann letztendlich der Bitcoin an seinem eigenen Erfolg letztendlich ja einen Schuss vorm Bug bekommt. Und das ist uns einfach zu spekulativ. Spannende Ansichten, nicht nur zum Bitcoin, sondern auch zu den Kapitalmarktentwicklungen des Jahres 2018 und darüber hinaus von Dieter Hämle, er ist Vorstand der Capitell AG. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.